Ich bin schon wieder blöd hier. Alles ja, klar. Kein Problem. Alles klar. Ich bin das gewöhnt! Clumsy Feeds halt, ne? Mit Stitch. Wir müssen, durch Frühling. Durch den Frühling müssen wir durch. Ah, zu spät! Zu spät, du Kackspaß! Mach mal den Bong oder... Dich auch nochmal. Hier, friss. Scheiß. Ach nee, falsche Richtung. Boah, einer von uns hat eine Konfusionswaffe. Die laufen dann in die falsche Richtung. Ich glaube, du. Ja. Du machst aber auch jetzt. Also gut, das war jetzt kombiniert, aber trotzdem. So, wo wollten wir hin? Frühling. Ja, komm. Ey, wir machen die echt mittlerweile schnell weg. Halleluja, ey. Guck mal, ich habe fast immer eine große Zahl mittlerweile bei den Schlägen. Hammer. So, und jetzt hier unten links lang. Ich weiß halt eben nur, was bei einem NPC bringt, wenn man den konfus macht, weißt du? Der läuft in die falsche Richtung und springt dich halt nicht an. Er greift in die falsche Richtung an auch. Wobei das hier nicht wirklich was bringt. Eben. Das ist auch diese Rätselaura, weißt du, diese komischen Eulen da machen. Der bringt den letztlich, wenn wir das gegen die machen, ach so. Du musst zaubern. Ich weiß auch was. Ich bin mir zumindest mal ziemlich sicher. Den Elektroblitz. Nee, eben nicht den Blitz, sondern Orkanschub. Das da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den machen musst. Ja. Siehst du? Okay. Der Blitzschlag hätte nicht funktioniert. Oh, ein Raupi, wie geil, ey. Setz mal den Blitz gerade gegen den Turbo ein. Der kostet halt 4, das ist saukrass, ey. Batsch. Ich glaube, die Blitzsachen sind saustark gegen die Ninja-Kauze da. Das ist blöd, wenn die Erdkrieg. Ah doch, die kannst du doch noch treffen, wenn die benebelst. Ich hab gedacht, die wird man dann nicht mehr treffen. Was ist denn hier links? Was? Ja, guck mal, ey, es funktioniert auch nicht mal hundertprozentig. Ich meine, der ist jetzt in die richtige Richtung gelaufen, da oben der. Ja, jetzt hat er nicht so richtig gewusst, wohin. Ja, ich hab eine Truhe gefunden, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, Lachgas. Du bist gezappelt. Tippeltapp. Ja. Ich glaube, das ist ein abgeschnittener Bereich hier. Nee, hier geht's weiter. Das ist der ganz normale Weg weiter. Hm. Oh. Auch jetzt weißt du mit der neuen Rüstung, die machen die ja nur noch 21, ey. Das ist schon krass. Wir sind echt ziemlich stark jetzt. Na, ich häng fest. Ja, die sind übel. 38er gegen mich? Alright. Das war dumm von mir. Ja, aber wie schnell das auch jetzt ausgelöst hat, einfach. Ja, du bist jetzt am Pennen. Ja. Real life incoming, ey. So. Mach mal irgendwie Blitz gegen die Eule oder so. Oder Orkan oder was auch immer. Mach. Na, da kostet nur 2, da mache ich Orkan. Ja. Ja, okay. Ich hätte gedacht, das wäre stärker. Oh, ich bin fast am Sack. Was ist denn hier los? Wann ist denn das passiert? Krass. Jetzt ist dieses Fuckvieh meinem Bock. Voll ausgewichen. So. Guck mal, ich habe wirklich bei fast jedem Schlag mittlerweile die große Zahl da stehen, wenn ich treffe. Mach
mal Blitzschlag gegen die Eule da unten. Mal gucken, ob der mehr macht. Naja, auch nicht wirklich. Was Kritisches. War auch jetzt nicht so richtig überzeugend. Ja. Ach, vielleicht Schlammbombe gegen die gut. Ich weiß, dass sie mit irgendeinem... Genau, hier müssen wir rein. Im Zauber kannst du die One-Shotten. So, und die werfen Minus ab. Genau. Das sind wieder so Viecher, die ich glaube ich nicht treffen kann. Nicht gut. Ja, ich treffe sie mittlerweile auch. Besser als noch, als wir eben gegen die gekämpft haben. Ja. So, genau, die Dinger kann ich kaputt hauen. Geht's hier weiter? Oh nee. Erstmal. Noch nicht. Wahrscheinlich, gell? Trüffeldorf. Ach, willkommen so. Im Trüffeldorf. So, und hier kann man nämlich jetzt mal richtig kaufen gehen. So, wo ist der Laden? Ja, mir hätte noch eins weiter gemusst. Nee, doch nicht. Was sagst du? Willkommen im Pilzpalast. Hier wohnt unser König. Ah, hier ist der Laden, genau. Hier können wir jetzt auch Walnüsse kaufen, soweit ich weiß. Na, ist doch gut. Ja. Auf 5000, ey. Ja, weißt du, das Easy. Geile ist halt, wie gesagt, ab jetzt können wir wirklich die regulär kaufen für 500. Ich kaufe jetzt erstmal Rüstung für uns drei. Ah, der ist nur für mich. Sieht aus wie vom Schredder. Ja, stimmt. So, den einmal. Das Ding. Soll ich den wirklich... Ja, komm. Soll der Geiz? Wir haben es ja. Dann brauchen wir noch gerade... Okay, die Hammer. Schoki brauchen wir aber. Gut. Dann lösen wir jetzt mal aus. Was kann man da überhaupt sein? Soll sie irgendwie aus wie eine geköpfte Ratte oder so? Die Armbänder da. Sieht eher aus wie einfach nur so ein Armbänder. Lederriemen. Ja, genau. So. Was ich bei dir jetzt mal gerade noch gucken will. Was hat die eigentlich bei Elektra für Zauber? Also Donnerklinge, Ballonkette und Rätsel. Nee, die hat Analyse. Okay. So. Rüstung. Ja, der stimmt. Ach, zwei, Alter, muss ich ja bestätigen. Ja. Das Ninja Klasse. Ja, wobei doch, die wäre zu schnell umgefallen die ganze Zeit. Das war schon richtig, dass man das gut war schon. Das war's, gell? Ja. Das war doch schon richtig, dass man die gemacht haben. Die Rüstung für die Tussi. Birdie? Ja, wir haben kein Geld. Gar nichts da jetzt. Ich glaube, wir haben auch nichts. Wir haben echt keine Kohle. Ich glaube, wir haben glaube ich noch nicht mal genug, für hier pennen zu gehen. Kostet bestimmt 100 oder irgendwas kostet das bestimmt. Okay. Ah, 5 Goldmünzen fehlen. Ey. Ja. Ah, nee, aber deswegen Mana halt kacke, ne? Ja. Live, naja, gut. Nicht schlimm. So, dann gehen wir jetzt mal zum Pilzkönig. Da sitzt er. Hallo, du bist der Mana-Held, oder? Ich habe schon von dir gehört. Und auch wir haben hier Legenden. Du interessierst dich irgendwie nicht dafür, scheinbar. Auf dem Rücken des Drachens. Das Schwert in der Hand. Das war's. Ich bumm's denn. Rettet der Held. Das Malerland. So.
Flotter Dreier da unten im Gange. Nein, nee, war doch nur einer. Boah, dafür haben wir jetzt die Musik gebraucht. Leck mich am Besen. Ging ab. Du bist der Held, von dem dieses Lied erzählt. Ganz sicher. Gerade gestern sah jemand einen weißen Drachen, der mit einer Natter kämpfte. Nimm den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zur Höhle des Drachen zu kommen. Verlasst? Ich weiß, wo der ist, doch findet erst den Drachen in der Höhle. Danach erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommt. Oh, und noch etwas. Oben habe ich etwas für euch. Ah, cool. Da kriegen wir auch nochmal irgendwie Orbs und so weiter. Stimmt, ja. Irgendwas Gutes! Geht. Wobei ich finde den Speer, den die Dingens hat. Ne, Speer ist ja für mich. Die hat ja Lanze. Die hat ja die Lanze. Hä? Ja. Ach, das ist keine Tür. Das muss aber auch erstmal. Ja, erkennen. Gut, da war auch nicht so ein Teppich, ne? Ist klar. Ja, das ist das Logo. Was ist da oben? Da geht's zum Pennen. Weißt du, was wir machen? Wir hauen ja einen Gegner um. Gehen dann pennen. Das war ein Crit. So. Ach, Alter. Wenn diese dummen NPCs, wie der Steve zum Beispiel, oh, in die Wand gelaufen. Oh, und nochmal in die Wand gelaufen. Ei. Also, schwierig hier das Spiel. Goldmünzen ist schon relativ viel eigentlich. Na gut. Gegen 500 für eine Nuss. Ja. Plus Schokolade. Ja. Hatten wir irgendwann mal einen Spielstand gehabt mit 99? Auf dem Super Nintendo, ja. Habe ich alles auf 99, alle auf 99 gebracht gehabt und alle Zauber, glaube ich, sogar auf Level 8 99, wo die immer dann diese Ultra-Mode waren. Da hast du halt Final Boss. Das war irgendwie dann nicht mehr so richtig fordernd. Die hatten gar keine Chance mehr. Aua. Und das Ganze wahrscheinlich erspielt unten im... Nee. In der Festung. Im letzten Dungeon. Ah. Waren da die Gegner auch so stark? Mhm. Halt relativ viel gebraucht. Alter, jetzt gehe ich schon wieder. Sleeping Beauty. Kopf ab. Aua. Alter. Was ist denn hier los? Ei. Ich glaube, das Spiel will uns irgendwas sagen. Ja, echt mal. So. Das hier ist zum Beispiel so ein Dungeon, an den kann ich mich kaum erinnern. Kommt der da aus dem Bild rausgeflogen, ey. Mein Gott. Boah, krass, ich kann den sogar mittlerweile blocken. Boah. Mach mal gegen den gerade Orkan. Oder Blitz, mach Blitzschlag. Das bringt von dem Level her nämlich mehr, wenn du die Großen einsetzt. Ich bin für die Poo-Bombe. Ja. Mal gucken, was die Poo-Bombe. Ja, mach bringt. Mal. Gut, die ist auch Level 2. Weißt du? 392, ja, das ist aber auch effektiv. 392, das ist nicht einfach nur. Das sind nur die Level. Ne. Alle
Ich treff den nicht. Alter. 50. Und Level Up. Ist wieder voll. Die sind so scheiße zu treffen. Meine Güte, ey. Kapping. Dem hat's aber eine gedengelt. So, Peitsche. Alright. Ah, die Kack da. Ah, doch mit Gürtel. Okay, jetzt waren wir jetzt nicht sicher. Es hätte nämlich sein können, dass das Spiel da dann rumspasselt. Axt. Alter, nee. Ai, ai, ai. Ey. Wie scheiße. Ah, du hast. Warst du gerade konfus? Zufällig. Ja, aber ohne, dass die... Also nicht vom Spell- Game her so, ja. Nee, nee. Ohne, der Spell gecastet wurde. Ja. Einfach so. Boah, ey, nee, komm, da an der Stelle zu kämpfen ist saublöd. Du bleibst die ganze Zeit... Dumme Olle. Du bleibst dir die ganze Zeit an der Scheiß, wo du die Peitsche einsetzt. Hau Schlammbombe raus. Das heißt Puh-Bombe. Puh-Bombe, richtig, Entschuldigung. Jetzt hast du bestimmt den falschen Spell. Oder nee, Puh-Ball? Was war denn das? Puh-Ball oder Puh-Bombe? Das ist eher ein Ball, oder? Als eine Bombe. Ich glaube, es war Puh-Ball. Oh, je. Alter, die Peitsche ist ja eine Katastrophe. Muss er wirklich mit diesem Ding oder Schnatt treffen, oder was? Jo. Peitsche ist ja richtig kacke. Der Sound für zum Jump, ey. Ja, ja, jung, jung, jung. Was ist denn da unten? Da ist ja eine Treppe. Ja, da geht's weiter. Hier oben ist Sackgasse. Mach mal Orkan-Dings. Ah, nee, das Ding ist jetzt wahrscheinlich tot. Nee, nicht. Ding ist, glaube ich, kaputt gegangen. Ah, nee, okay, dann... Ich habe nämlich gedacht, die Tussi hätten gerade eine geknallt noch. Das ist gut. Gegen die. Boah, es macht nur 44, ist ja nix, ey. Da kann ich dir auch sparen, du sparst. Juwelenring kannst du nur noch machen. Das wird trotzdem lang. Naja, ist schon doch ganz eckschwächer. Aber die Rocky-Zauber sind die richtigen gegen die Flugfähigkeit. Ja, warte, ich gebe da gerade mal eine Warnuss. Es ist halt so krass, Rocky-Zauber ist quasi gegen alles das Effektive. Ja. Das ist so übel. Und selbst wenn er nicht effektiv ist, ist der meistens noch relativ stark. Der ist quasi einfach gegen alles auch neutral zumindest mal einsetzbar. Das ist das Krasse. Aber ich heile mal gerade mit der Tussi mich hoch. Wobei. Mal gucken, was die der Gruppe zurückgibt mittlerweile. 60 oder so immer noch, gell? Oh, 100. Ja, guck mal, bist voll. Ja, krass. Oh, hier den Crap kann ich mit der Axt kaputt hauen, aber hier geht's nicht weiter, okay. Links ging es irgendwie noch weiter, gell? Also noch weiter links. Das ist noch eine. Ja, hier oben. Ich nehme sie mit. Okay. So. Boah, der Ninja Kauz hier, der wurde aber jetzt Akro auf einmal. Schleimbombe! Oder ja, ist egal.
Das ist schon cool, wie die Zauber immer ein bisschen anders aussehen. Die Kristalle werden halt einfach viel größer zum Beispiel jetzt. Ja. Spiegelverkehrt rumlaufen. Ah, oh, jetzt hat sie es schon wieder rum. Oh! Ich bin zu höchst vermehrt jetzt. Hier hoch, hä? So, wir sagen mal hier hoch. Oh. Oh, das weiß ich nicht. Juwel. Mach mal Juwelenring. Ich glaube, das war Juwelenring sogar. Du machst Sachen! Wetten wir, es ist Rocky. Aha. Also mach mal einen Kuhball drauf. Nee, ich meine, es ist Juwelenring. Das unterscheidet sich nämlich tatsächlich. Also ist nicht egal, welche Rocky-Magie du drauf machst. Okay, Schlammbombe. Fuck! Ja, das war auch. Guck mal, da war doch ganz braun, das Ding. Ich glaube, das ist. Das heißt nur braun wegen. Weil Rocky halt braun ist. Am Ende ist es der Eufoi. Könnte sein. Er muss einen Felsen runtergreifen, ja. Warte mal, die Schlammbombe hat jetzt einen Weg für uns gebahnt. Ich weiß auch, wo der ist. Vermute ich zumindest mal. Da war doch irgendwie so eine Treppe, wo man nicht dran kam. Och komm, der kann. Alter! Du triffst aber auch jede von den Kackkisten, ey. Ja. Okay. Hier, richtig? Oder? Ja. Nee. Hä, wo sind wir denn jetzt hingelaufen? Wir sind richtig. What? Blitzschlag. Ja, übrigens. Ich müsste mal. Achso, Alter. Du darfst nicht, ja. Alter, die ist, steht voll in dem Bar und mich hat er klein gemacht, der Sack. Und das Mädel auch noch. Schau dir schon mal eine Walnuss auf den Kopf. Und heil mal alle. Das ist halt mega gefährlich, wenn ihr einen klein macht hier. Die kann nicht zaubern im Moment. Fuck. Muss ich jetzt Heilquelle benutzen? Kann die wirklich nicht zaubern gerade, ey? Doch, wollte auch was schon sagen. Aber nur akzeptiert irgendwie gerade. So, genau. Ich lasse das Mädel jetzt einmal schnell heilen. Guck mal, wie das abgeht hier. Okay. Die so. Schlange wäre wahrscheinlich so zu Fuß dann immer so leicht. Nee. Würde ich auch sagen. Weil, wie gesagt, dieses Verkleinern von der ist halt richtig assi. Das Problem ist nur, du machst mit der Elektra wahrscheinlich nicht viel Schaden. Und die hält auch schon ein bisschen was aus. Ja, weil so richtig viel Damage macht die nicht, solange wir noch groß sind. Ja, stun die mal für mich. Ah, fuck, ich hab zu früh zugehauen. Ja, Orkanschub kannst du auch drauf schmeißen. Guck mal, was die dann auf einmal zuklopft. Okay. Deine Elektra hat ein Level Up. Die ist echt nicht easy, die Schlange hier. Die meucheln war da. Wo ist sie? Da oben. Blitz. Waffe ist alle. Gib mir mal einen Mockrad.
Ja, wie viel hält denn die Sau noch aus? 212, ey, machst du jetzt aber. Ich glaube, die hält 2400 aus oder so. Jetzt ist sie down. Finde ich eigentlich ganz cool. Die explodiert anders wie die normalen Bosse. Schwertort. Ja. So. Haben wir die doch. Easy. Im Licht. Lufti. Das soll der weiße Drache aus der Legende sein? Die Meuschelnatter hat wohl seine Eltern gefressen. Oh. Wir können ihn unmöglich hier lassen. Er wird sonst sterben. Aber er ist zu groß, um ihn herumzutragen. Bringen wir ihn zu König Pfifferling. Hält euch nur auf, ich kümmere mich um den Kleinen. Aber Hoheit, schweig! Ihr drei geht jetzt, ich passe schon auf ihn auf. Was haltet ihr davon, wenn ich ihn Lufti nenne? Wirk, toller Name. Was ist, warum seht ihr mich so seltsam an? Ich, wie dem auch sei, der Drache heißt ab jetzt Lufti, okay? Gut. Lufti klingt sehr hübsch und damit hat sich's. Das Kanoni-Reisebüro im Süden hat übrigens wieder geöffnet. Ihr findet den Feuerpalast irgendwo in der Wüste El Sandalar. Ah, komm, jetzt müssen wir das Wüste als nächstes. So, die Luft wird immer größer. Du bist so krass. Meine Güte, ey.